Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wusste schon Sokrates, ein Slogan, der vor allem für Wetterexperten gilt, nicht aber für unsere. Und damit zum Wetter. Bitte. Herr Lück, sagen Sie doch bitte zur Wettervorhersage. Zur Wettervorhersage. Für Besserwisser. Sagen Sie ruhig Spezialisten. Also, los. Na gut. Spezialisten. Na, also geht doch. Dann wollen wir mal anfangen. Oder besser gesagt, beginnen. Im Norden unserer Republik, die übrigens in diesem Jahr 50. Geburtstag feiert, kommt es am Wochenende, oder besser gesagt, in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, oder noch genauer, an den beiden Tagen vor Montag, also am Wochenende, kommt es zu Tiefausläufern, die Regen mit sich bringen. Niederschlag. Das heißt Niederschlag, ich bin Experte. Sie auch, schön. Von Süden her kommt noch eine Wolkendecke auf uns zu. Ach, eine Wolkendecke kommt auf uns zu. Das ist aber malerisch. Eine Wolkendecke. Schön haben Sie das gemacht. Im Fachjargon heißt das übrigens Bewölkung. Ach so, der Herr weiß also alles besser. Bitte, dann machen Sie doch bitte weiter. Ich habe es nicht nötig, mich von Ihnen hier verführen zu lassen. Oh, habe ich verführen gehört? Ist das wahr? Es heißt aber vorführen, nicht verführen. Wenn man jemanden verführt, dann tut man etwas, was man vorher nicht vorhatte. Wenn man aber jemanden vorführt, dann... Es geht ja doch wohl ums Wetter. Ums Wetter für Besserwisser. Ich weiß, sonst wäre ich ja nicht hier. Danke. In den Mittelgebirgen verlässt uns der Sommer allmählich. Nein! Und man kann sich allmählich... Der Sommer verlässt uns! Das ist ein Ding! Na, das tut der Sommer ja nun jedes Jahr. Na, und das nicht nur im Mittelgebirge. Nein. Aber Entschuldigung, das wissen Sie ja, nicht wahr? Selbstredend weiß ich das. Ich dachte, Sie wären für eine kleine Korrektur dankbar. Ich bin immer für eine kleine Korrektur dankbar, gern gesehener Kollege. Natürlich, wenn sie vonnöten ist. Ja, hier war sie angebracht. Ich tue, was ich muss. Aber Ihre Unterbrechungen sorgen für ein gewisses Reizklima. Genau wie in dieser Region, meine Damen und Herren. Da wird es nämlich morgen verhältnismäßig sehr, sehr reizend. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube gar nicht, dass Sie wissen, was ein Reizklima ist. Aber natürlich weiß ich, was ein Reizklima ist. Ein Reizklima ist nämlich eine... Ja? Ich will es gar nicht wissen. Hier wird es auf jeden Fall im Westen Sonnenschein geben. Wie heißt die Hauptstadt von Australien? Ach kommen Sie, diese Frage hat doch nun wirklich nichts mit dem Wetter zu tun. Sydney? Falsch, nöck. Sie wissen es gar nicht, nöck. Außerdem ist es Melbourne. Nöck. Beide falsch, Canberra. Das war das Wetter für Besserwisser.